Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es den zweiten Teil von Ich erbaue mein eigenes Restaurant. Und ja, ich hätte gesagt, wir fangen sofort an, gleich nach dem Intro. An alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben im ersten Teil unser komplettes Restaurant ja abgerissen. Also wir haben halt die ganzen Wände und das Dach entfernt. Und heute werden wir probieren, die Wände wieder hinzubauen. Mal schauen, wie das Ganze klappen wird. Und ja, wir versuchen wahrscheinlich auch heute irgendwie noch so einen Kellner einzustellen. Das ist auf jeden Fall das heutige Ziel. Und ja, mal schauen, ob wir das heute auf jeden Fall hinbekommen. Ich schau mal kurz, wie viel ein Kellner kostet. Der kostet auch nur 200 Dollar, wie auch der Koch. Dann können wir den auch jetzt schon einstellen. Und dann kann der ein bisschen was von uns lernen. Ah nee, den muss man gar nicht anlernen. Das ist auch nicht schlecht. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ja, das ist ja praktisch. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den Kellner und der kann auf jeden Fall die ganzen Bestellungen aufnehmen. Ich hätte auch gesagt, dann fange ich jetzt schon mal an, hier die ganzen Wände irgendwie zu machen. Und zwar gehe ich da auf Bauen und auf Wände. Und dann schauen wir mal, was ein bisschen gut für unser Restaurant ist. Ich hätte gesagt, wir machen erstmal vielleicht den Eingang auch irgendwie. Kann man den hier irgendwie mitbauen? Ah, ich glaube, den muss man bei Türen bauen. Ja, ich hätte trotzdem gesagt, wir machen vielleicht erstmal den Eingang anstatt die Wände. Das wäre vielleicht ein bisschen besser. So, da müssen wir aber auch auf Bauen. Treppen, Türen, wo sind Türen? Dächer, Doors, hier. So, ich hätte gesagt, wir nehmen die Tür hier. Ich finde die voll cool eigentlich, weil, ja, so eine Art Schiebetür. Ich feiere das irgendwie. Deswegen, ja, ich hätte gesagt, wir bauen die hier. So, das ist, glaube ich, gut gebaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt in der Mitte ist oder ob das ein bisschen daneben ist. Werden wir eigentlich gleich sehen, wenn die Leute reinkommen, um halt hier zu essen. Ich hätte gesagt, wir machen hier jetzt erstmal weiter mit den Wänden. So, wir können halt hier einmal diese Wände verwenden, die man hier halt so normal verwendet. Oder man könnte halt einfach hergehen und könnte auch so ab und zu ein bisschen Glas reinmachen, weil wir haben sonst kein Licht bei uns. Ja, ich hätte gesagt, wir bauen einfach mal hier jede zwei Dinger hier einmal so eine Wand. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So, und jetzt hätte ich gesagt, bauen wir welche mit Glas. So, ah, das sind die großen, die können wir nicht bauen. Dann die hier. Ah ne, die sind ein bisschen blöd. Die sind ein bisschen klein, die Fenster. Die finde ich jetzt nicht so schön. Wir brauchen was, wo viel Licht reinkommt. Das ist auch jetzt nicht gerade das Beste. Ja, dann hätte ich doch gesagt, dann nehmen wir doch diese modernen hier. Die hier mit diesem Rollo oder was auch immer sein soll. Ich glaube, das sieht nicht mal so schlecht aus. Ich hoffe, man kann das Rollo dann auch betätigen. Das wäre eigentlich voll cool. Ich probiere das gleich mal aus. Kann man das betätigen? Nee, schade. Aber es ist hier irgendwie so hochgefahren. Also, okay. Ich weiß nicht, wenn irgendjemand weiß, Leute, wie man diese Rollos hier betätigt, dann kann das gerne auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Also ich fände es schon cool, wenn man diese Rollos hier irgendwie betätigen könnte, weil wenn nicht, ist halt ein bisschen blöd. Und ich glaube, wir müssen die Tür ein bisschen versetzen. Sonst sieht das Ganze ein bisschen blöd aus. Aber Leute, so im Großen und Ganzen, ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube, das passt so. Die Tür müssen wir halt ein bisschen jetzt versetzen. Ab in den Baumodus. So, bewegen. Die muss hier hin. Und jetzt können wir hier nämlich auch dann weiterbauen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Geld. Ich tue das hier mal gleich nehmen. Ich glaube, wir kriegen hier einmal außenrum hin. Ich hätte erstmal gesagt, ich baue diese vollen Wände, dass wir die irgendwie rumkriegen. So. Sieht eigentlich voll cool aus, muss ich sagen. Feier ich sehr. Ich weiß bloß nicht, hier hinten haben wir halt jetzt so ein dunkles Eck. Also das müssten wir vielleicht ein bisschen besser noch machen. Aber sonst sieht es, glaube ich, gut aus. Und sonst sollte es auch eigentlich passen. Ja, ich hätte gesagt, wir können jetzt mit den Glasdingern hier weitermachen. Hier einmal rein. Ich weiß gar nicht, ist das richtig rum? Ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube schon irgendwie. So, hier auch. Hier muss einmal gedreht werden. Hier, hier rein, das und hier. Aber wir haben kein Geld mehr. Schade. Ich habe schon sowas geahnt, dass uns das Geld ausgehen wird. Aber ja gut, wir haben jetzt hier ja noch die Kunden. Und vielleicht können wir dann heute noch die Dinger hier fertig machen, die drei Wände, die noch fehlen. Aber im Großen und Ganzen feiere ich das eigentlich, wie es hier aussieht. Also sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Im Vergleich zu vorher, muss ich schon sagen, haben wir schon gut gebaut. Von außen sieht das Ganze so aus. Aber ich glaube, wir haben die Dinger falsch herumgebaut, die Wände. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ich hätte gesagt, wir drehen die jetzt einmal, oder? Also das wäre, glaube ich, das Sinnigste. Weil irgendwie, es erinnert mich hier irgendwie so an eine Fensterbank eher. Da muss die Fensterbank nach außen. Ja, dann hätte ich gesagt, dann drehen wir das einmal kurz. Und danach hätte ich gesagt, bauen wir die Wände fertig. Dann müsst ihr auch wieder genug Geld haben. So, einmal drehen. Dann hier einmal drehen. Das hier auch einmal drehen. Das hier einmal drehen.
das hier drehen. Und das hier hinten, hätte ich irgendwie gesagt, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass es irgendwie nicht ganz aufgeht. Vielleicht tun wir das hier einfach mal nach hier drüben. Wir können hier hinten auch nur ein Fenster reinmachen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann haben wir hier so ein Eck, wo fast nichts ist. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann machen wir hier ein Fenster rein. Oder zwei. Wir machen, nee, sind das zwei? Ja, da müssen zwei rein, oder? Bin mir nicht ganz sicher gerade. Wenn wir das Ganze so machen, das ist aber ungerade. Nee. Da müssen zwei nebeneinander. So nach draußen. Und das andere dann auch hier neben dran nach draußen. Es sieht zwar jetzt ein bisschen blöd dann aus, aber ich glaube, das ist irgendwie eine gute Lösung so, oder? Also ich bin mir nicht ganz sicher. Weil die Sache ist halt die, ich möchte das halt schon irgendwie so symmetrisch haben. Und so ist halt blöd, wenn das halt nicht symmetrisch ist. Und wir bauen einfach komplett die Wände da hinten. Weil wir brauchen ja jetzt nicht unbedingt eine Wand, wenn da hinten eh Küche ist. Also keine mit Fenster, meine ich halt. Das ist, glaube ich, das Beste. Weil es nämlich auch günstiger kommt. Wir haben einfach nur noch $3 jetzt, Leute. Das ist echt traurig, irgendwie. Aber Tag 5 hat es jetzt schon begonnen. So, Geld kassieren müssen wir noch. Perfekt. Unserem Koch geht's auch gut. Er ist schon Level 2. Kellner ist immer noch Level 1, aber ist schon fast bei Level 2. Und hier haben wir auf jeden Fall schon die ersten Gäste wieder. Also ich muss schon sagen, es sieht sehr, sehr gut aus. Ich hätte auch gesagt, dass wir vielleicht schon eine Treppe oder so mal schauen, ob wir die hier uns schon kaufen können. Also kaufen wahrscheinlich noch nicht, aber wir können schon mal schauen, ob wir irgendwie eine hinbauen könnten. Weil ich will vielleicht schon noch so eine zweite Etage bauen. Müssen wir mal schauen. Treppen. So. So eine schöne Wendeltreppe wäre hier schon nicht schlecht, weil ich weiß nicht. Ja, ich glaube, die ist ein bisschen arg groß. Aber wir könnten sie bauen. Also, es würde schon möglich sein irgendwie. So. Und dann könnten wir oben halt noch so ein Dach bauen. Also so eine zweite Etage halt anstatt ein Dach. Wir könnten auch diese Treppe hier bauen. Die sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß nicht, Leute. Wir machen das wahrscheinlich eh noch. Aber ja, erstmal hätte ich gesagt, machen wir erstmal ein Dach. Und zwar machen wir hier erstmal das Ding hier weg. Ich weiß gar nicht, warum ich das letzte Mal das gar nicht, ja, irgendwie verkauft habe. Und jetzt machen wir noch auf jeden Fall das Dach und dann schauen wir weiter. Ich hätte einfach jetzt so eine Beton-Dings genommen, weil das, glaube ich, das Beste ist. So, hier, perfekt. Aber wir können es da schon gar nicht mehr leisten. Wir brauchen jetzt erstmal wieder Geld. Aber wir haben hier auf jeden Fall schon mal die Wände und wir machen heute auf jeden Fall noch das Dach. Und danach hätte ich gesagt, Leute, ja, mal schauen, was wir da noch machen. Die Sache ist halt die, Leute, eine Platte kostet halt $30 und wir haben gerade mal 27. Das heißt, wenn wir jetzt ungefähr noch, ich weiß nicht, 50 Stück oder so brauchen, dann brauchen wir $150, oder? Ich glaube schon. Nee, wir brauchen 1500. Ja, das ist ein bisschen viel. Ich weiß nicht, ob wir das heute auch alles schaffen werden. Ich hätte deswegen gesagt, Leute, ich lasse jetzt einfach mal, ja, die Zeit vergehen und wir sehen uns gleich wieder. Und ich mache einfach mal einen kurzen Cut und, ja, wir sehen uns gleich wieder. Mittlerweile, Leute, haben wir jetzt einen Tag später in unserem Restaurant und ja, wir haben momentan nur $137. Das ist ein kleines Problemchen. Deswegen, Leute, hätte ich gesagt, mache ich jetzt erstmal die Dächer hier noch fertig für das Geld, wo ich die überhaupt kaufen kann. Also, das hier, so, perfekt. Die anderen Dachplatten, hätte ich gesagt, mache ich einfach in der nächsten Folge. Deswegen lasst gerne ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ich hätte gesagt, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich das nächste Mal live bin oder wenn ich das nächste Mal ein Video hochlade. Ciao, haut rein, euer Action Wolf und ciao.